So, weiter geht's heute mit dem Pokal und zwar dem Duell gegen Bayer Leverkusen. Oh nein. Ach, Kreuzbandriss bei Agboguma. Ja, super. Meine Innenverteidigung muss natürlich wieder umgebaut werden. Das heißt, der wird definitiv diese Saison nicht mehr spielen. Das ärgert mich gerade. Aber gut, es ist halt. Aber dann leider nicht änderbar. Das heißt, ich gucke jetzt, dass ich nochmal wie ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle noch drin ist. Ob ich nochmal den Verteidiger verpflichten kann. Ich guck mal gerade, was das Geld bringt. Was das Geld ist. Ah, gut, kannst du knicken. Ja, dann müssen wir halt auf Akpoguma verzichten. Sei denn, es passt jetzt nochmal gute Angebote rein. Unter anderem das für Richter und für Ludewig. Aber wie gesagt, Ludewig werde ich wahrscheinlich nicht abgeben. Granada probiert es nochmal irgendwie. Das heißt, das könnte zerknicken. Das Angebot, ihr werdet eh nicht die Kohle zahlen, die ich haben will. Und der nächste Angebot, das kommt jetzt von Marco Richter. Und das. Ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Nein, vergiss es. Frank Kessié soll kommen. Das heißt, ich werde den Hausspieler rausnehmen. Auch bei Marco Richter soll es über 600 Millionen gehen. Im Idealfall 120, dann hätte ich zumindest die Kohle. Einfaches Angebot. Ich will auch keine von euren Tauschspielern haben. Ich möchte gerade nicht. Ja, wir müssen halt gucken, was drin ist, ne? Finanziell. Wie gesagt, wenn ich die natürlich über 100 Millionen kriege für Richter, das wäre super. Das wäre natürlich ne, klar, ein herber Verlust auf der seiner Position. Aber A, könnte ich mir dann nochmal einen Rechtsaußen verpflichten. Oder also ich habe ja einen Rechtsaußen mit Coutinho. Und ich könnte mir dann mal für das Geld nochmal einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Oder wir gehen nämlich nicht auf den. Wir gehen auf dem. Nachher auch nochmal auf dem Spielermarkt. Weil, klar. Ich muss auf jeden Fall den Innenverteidiger verpflichten. Naja, der Schock, der muss erstmal Es verdaut ist werden. klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn der steht ja trotz aller Gerüchte um einen Wechsel in der Startelf. Bleiben Klar, Sie man steht dran, ja wir scheiße, zeigen es Ihnen weil er live wahrscheinlich nicht für bei das Geld EA wechseln wird. Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Das Viertelfinale steht an, Wolf. Es wird immer spannender. Genau so ist Ich glaube, es wird auch immer besser. Beide müssen heute ihre Stärken auf den Rasen bringen, müssen Leistung zeigen. Das ist eine ganz enge Geschichte. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Die Nummer 23, Marco Richter. Die Nummer 10, Paulinho. Die Nummer 16, Javairo de Rossum. Und mit der Nummer 13, Lucas Alario. Ja klar, was will ich denn? Muss ich jetzt irgendwas probieren jetzt einfach mal. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir einen neuen Innenverteidiger bekommen oder was anderes. Irgendwas muss jetzt passieren. Vielleicht kann auch Ludewig rechts hin spielen, Becker in die Innenverteidigung und keine Ahnung, es sind Alternativen da. Aber jetzt erstmal weiterkommen gegen Leverkusen, dann kann man immer noch ins Finanzielle gucken. Auf geht's. Das tut natürlich extrem weh. Aber wie gesagt, wir müssen es jetzt irgendwie das Beste draus machen. Es sind jetzt 7 Monate klar, das ist bitter, aber. Naja, Paulinho, ehemalige Leverkusen. Der Coutinho hat man mit dem zweiten auch noch auf der Bank. Zweiten Zehner. Becker. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Kein gutes Teil.
Richter, ja, angeblich soll AC Mailand dran sein, die bieten Kessier und 14 Millionen. Schalke aber Minimum 100 bis 120 für den haben. Nur so nebenbei. Aber gucken, was da passiert. Ne? Wie gesagt, für das Geld kann man immer noch versuchen, was noch Zeitballs bekommt. Aber es wird viel passieren noch. Kein Abseits übrigens. Richter mit ein bisschen Glück. Heute will man im Pokal weiterkommen. Das Spiel gab es letztes Jahr im Finale. Da haben die Schalker das Ding gewonnen mit 4-0 oder so. Aber jetzt wollen wir es natürlich im Viertelfinale richten. Schön geholt da. Ach, Glück gehabt. Für Leverkusen muss so der das Ding hält. Übrigens kein Abseits, aber da habe ich jetzt fast gerechnet. Aber deswegen habe ich gedacht, komm, ich spiele es jetzt irgendwie weiter. Wenn ich Schiedsrichter früher pfeift er schon das Spiel, das Ding zurück. Aber hier fast die Schalker Führung. Becker. Gegen El Shaarawy kommt da durch, den kriegt er abgekocht, den Italiener. Ludwig. Paulinho. Ja, gut aufgelöst von den. Achso, da ist der Ball. Ich war noch bei einem anderen Spieler. Das könnte nochmal gelb geben. Abseits. Diesmal ist es Abseits. By the way, kein gelb. So ist er. David, der muss sich jetzt einen neuen Partner, der einen neuen Partner gewinnen. Der jetzt eigentlich eine Macht war da hinten mit Akpo Guma. Aber jetzt ist mal Alario. Tor! Lucas Salario. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Okay. Dass der wieder trifft, sehr gut. Gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, Tor Nummer 1 im DFB-Pokal für ihn. In der letzten Runde schaltete man Dortmund aus. Jetzt soll es mit Leverkusen den nächsten Brocken erwischen. Oder haut fliegt der Titelverteidiger. Mal gucken. Amiri. Also hier. Fall verlost. Kein Abseits. Alario. Alario. Blick quer. 2-0. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Fälle. Marco Richter. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie 28. Minute. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so. Zumindest den Doppelpack, Doppelschlag gesetzt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Amiri. Also wichtiges zwei Tore jetzt gemacht. Guter Einsatz, er hat den Ball. Latza. Und der Vorteil für Schalke. Alario. Ja, ein bisschen weiter außen. Gegen Ake, der rutscht ins Leere. Ake rutscht ins Leere. Und wer sagte gerade eben, dass Alario zu weit außen steht? Keiner. 3-0. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, 3-0 Lucas Alario. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber. Hätte ich nicht gedacht, dass man die Leverkusener gerade so kriegt, dass wir die Leverkusener gerade so mehr oder weniger überrollen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen.
Richter. Ja, der kann sich durchsetzen. Marco Richter, Marco Richter. Und das kann nur ein Freistoß. Und das könnte auch gelb gehen, weil der eigentlich mehr oder weniger durch war. Aber es wird nur gelb geben, weil es halt... Ja, was der Schiedsrichter will, das gibt kein viel gelb. Da sehe ich nicht ein und den Freistoß reicht mir. Richter. Freistoß kommt. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Braceway. Das ist El Shaarawy. Stefan El Shaarawy, ja. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Geh Becker, dann. 2-4 und das wird Einwurf geben. Becker klärt das Ding jetzt aus. Jetzt ist gefährlich. Gefährliche Szene. Und dann holt sich die Schalker diesen Ball zurück. Marco Richter, nächste Angriffswelle läuft. Blau-Weiß läuft. Guter Pass. Was macht er drauf? Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Gut abgeblockt. Ah, verdammt. Ja, den. Und dann ist Pause. Also, wie gesagt, Schalke hätte locker zu haben, wir uns auch sogar 4-0 führen können. Aber führen, 3-0. Erstmal. Es könnte klappen mit dem Halbfinale-Einzug. Ja, da wären wir im Halbfinale. Und mal gucken, was passiert. Sie haben die erste Hälfte dominiert, ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber also die erste Aufgabe gelöst auf jeden Fall. Braceway. Amiri. Da steht die Abwehr sicher. Ein Pass mit viel Auge. Kein Abseits übrigens. Ja, da ist Platz jetzt. Richter, die Flanke jetzt probiert er einfach mal. Und ein bisschen Glück war dabei. Ja, es hat eine Menge Des gegeben, ob dieser Transfer überhaupt. Chansala Lanta Bergamo. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. So, der Spieler ist keine Ahnung, dass das stimmt. Erstmal Wirtz, aber der überhaupt nicht stattfindet heute und mit diesem Fehlpass den nächsten Konter einleitet. Was ist denn heute los? Warum kriege ich keinen Pass, keinen Schallpass rein? Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Ja, aber noch so sah er gelb. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Jetzt wechselt Leverkusen. Ich wechsle jetzt übrigens auch noch schnell. Ja, die Truppe ist doch teilweise ein bisschen platt. Das muss man auch mal so lassen. Mal stehen lassen. So, dann kann der Rosen hinten als Linksverteidiger spielen. Das kann er nämlich auch theoretisch sehr gut. Dann lasse ich Nalario vor der Leben und bring Rashica. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Nicht genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute. Einfach mal ein bisschen schonen, die Jungs. Ins Tor. Ecke? Okay, ich war bei Abstoß, deswegen habe ich auch laufen lassen. Bin ich nicht hinterhergegangen. Ja. Das ist Ecke, das ist ganz klar. Kurze Ecke jetzt. Klasse gemacht, stark geblockt. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Okay. Leverkusen versucht jetzt mal. Abseits, oder? Kommt jetzt die Flanke. Das wird Ecke geben. Ja, jetzt gibt's die Ecke. Habe ich eigentlich abseits, aber gut. Sie werden hier wechseln. Braceway raus. Lacazette. Die Ecke kommt rein. Klasse vom Torwart. Er pariert diesen Kopfball. Dilrosum. Javairo, Dilrosum. Musiala. Musiala. Er trifft den Pfosten. Gute Parade. So,
Scheiße. Oh, bitte nicht noch einer verletzt jetzt. Mir reicht schon der eine. Da standen sie mächtig unter Druck und hatten eine Menge Glück. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Und das ist eine Partie, auf die ich mich ganz besonders freue. Aber jetzt haben wir gleich erstmal den Ende der Sendung des Transferfensters. Ja, zweite Halbzeit noch nicht viel passiert. 3-0 mal Fittmann. Gut gemacht, aber. Draxler. Geil. Musiala. Der mit Tempo durchgeht. Jamal Musiala gegen Chapa. Keine Chance für ihn, da hinterher zu gehen. Und gerade so immer noch. Musiala mit dem zweiten, mit der zweiten Situation. Draxler. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Hab dich. Dieser Ball landet bei Draxler. Milan Draxler, ja. Stark gearbeitet. Nixer. Versucht es an, aufzubauen. Steht's hier 3 zu 0. Messe wohl gelesen. Wir können mal schnell auf die nächste Partie schauen. Der kommt, der Gegner, der Schalke heißt. Was macht er drauf? Was halt so? Mein Gott. 4-0. Luca Salario. Da machen wir es halt so. Wir kommen im Halbfinale. Genau wie in der letzten Saison. Das ist 4-0 gegen Leverkusen. Jetzt gibt es dieses Ding ebenfalls nochmal. Hier Alario, der erste, der eigentlich querlegen will. Und dann denke ich, ja, jetzt macht er mal. Jetzt kriegt er noch eine zweite Chance. Wieder Musiala, der auch viel Druck bringt. Und viel Situation. Viel Schwung bringt. Lucas Alario, Tor Nummer 3. So viel können wir zu diesem der heute, glaube ich, sogar 3 alleine gemacht hat. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Er hat sich gezerrt und bleibt auf dem Rasen liegen. Die letzte Runde. Ah, für Leverkusen. Kein Problem für mich. Draxler. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Da verlieren sie den Ball. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ah, da kommt der Kessel auch laufen lassen, weil der muss ja da unten durchfährt. Aber es ist die Spielentscheidung, wir stehen im Halbfinale, 4-0 der Endstand. Also das war wirklich überzeugend, wie sie in 3 Tore Alario. Er ist scheinbar zurück. Er ist scheinbar wieder zurück in der Erfolgsspur. Wie gesagt, erstmal Leverkusen ausgeschaltet. Na gut, da 90 Minuten Mainz gegen Bremen. Mainz, oder liegt Werder Bremen? Frankfurt schlägt Leipzig, okay. Und Düsseldorf gegen die Bayern. Wenn die Düsseldorf jetzt noch die Bayern packen würden, das wird wahrscheinlich eh nicht passieren wird, wäre das super. Aber ist egal. Jacke wie Hose. Wir sind in der nächsten Runde. Wir machen kurz das Ende des Transferfensters, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Kohle. 92 Millionen, ja gut. Das ist nicht so. Für die Rosen. FC Burnley. Wird eh nicht passieren, dass der so viel, dass die so viel Kohle auf den Tisch legen. Die werden eher aussteigen dann. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die dann definitiv aussteigen werden. Ich denke mal, da wird auch von der Transfer, von dem Links her nicht mehr passieren. Mm-hmm.
Nicht mein Problem, Pech für Milan. Haben abgelehnt. Ist immer noch was reingekommen? Stillstand, ja, nichts. Ach, nicht mein Problem, wie gesagt. Transfer für Lario noch. So, warten wir noch schnell. Mal gucken, was er bieten, was sie bereit sind zu bieten. Was die Jungs da haben, was sie legen wollen. 24 Millionen ist zumindest das Angebot, aber ich will ja auch schon ein bisschen Kohle reinbringen. Ach, der Level ist 25 Millionen, ich will zumindest 50 haben. Das Doppelte also quasi. Nein. Ich will jetzt halt das, was ich haben will, oder lass es. Tschüss. Ist mein Problem. So, dann müssen wir auch den Transfer-Dings durch. Nicht mein Problem, wie gesagt. So, dann mache ich es ja Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in der Liga auch weiter mit dem Duell. Ich glaube mit Frankfurt, wenn ich es richtig noch gehört habe. Naja, ciao.